NDR 2 präsentiert. Frise 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Knut aus Gokels hätte die Schnauze voll von der Preisentwicklung und schreibt, dass er gleich mehrfach gearscht ist, weil er ist auch Taxifahrer. Oh, Herr Kollege. Ja, und er baut auch gerade an und hat eine Erdgasheizung und... Lass mich raten, er liebt Frittiertes, Stichwort Sonnenblumenöl. Steht hier nicht. Naja, ich bin ja auch mehrfach gearscht, weil ich tanken muss. Ja. Und ich eigentlich 25 Grad Raumtemperatur brauche, sonst funktioniere ich nicht. Ich liebe Nudeln. Oma, aber du benutzt ja kein Sonnenblumenöl, du frittierst ja mit der Fettstange. Ja, mein Vorschlag wäre in diesen Tagen ein bundesweiter Arschkartenausgleich. Ja. Zum Beispiel, wenn du Berufskraftfahrer bist und auch auf eine sonnenblumenölbasierte Ernährung stehst, dann sind das schon 2 Arschkarten und ab 3 Arschkarten kriegst du von Lindner einen Erdgasrabatt oder irgendwas anderes Cooles nach Wahl. Was weiß ich, Klopapier for free als Gutschein und... Mhm. Und auf der anderen Seite müssen dann Leute mit Glutenunverträglichkeit 2,80 Euro für einen Liter Diesel zahlen, weil sie ja sowieso kein Mehl dürfen und müssen und auf der Seite schon mal entlastet sind. So ein Arschkarten-Soli? Ja, so ein Arschkarten-Soli. Ja. Und alle Leute mit Wärmepumpe und E-Auto zahlen ab 2023 40 Euro für ein Glas Bratwurstsenf, Oma, weil das geht als nächstes durch die Decke. Du, Mastschweine für Bratwurst fressen ja auch Weizen. Ach du Scheiße, warum können die denn nicht Sellerie fressen? Den Scheiß mag doch sonst keiner. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein. Omi macht nur Spaß.